Zum Thema Internetstrategie hat Hartmut Ostrowski einmal gesagt, probier viel und wenn du scheiterst, mach's möglichst billig. Wir wollen hören, ob er bei dieser Strategie geblieben ist. Begrüßen Sie den Chairman und CEO von Bertelsmann, Hartmut Ostrowski. Schönen guten Morgen. Eine Frage, Herr Ostrowski, vorab. Wir haben jetzt schon drei Zahlen gehört, die lassen Sie natürlich alle lächeln. Die haben Sie gemeinsam mit dem Team weltweit von Bertelsmann erarbeitet. Aber ich will eine andere Zahl fragen. Wo waren Sie am Samstag, letzten Samstag um 14 Uhr? Ich bin mit meinem Hund durch den Wald spazieren gegangen, um mich zu erholen. In früheren Zeiten bin ich immer zur Arminia nach Bielefeld gegangen, aber das lohnt sich im Moment wirklich nicht. Sehen Sie, und da, wenn Sie da gewesen wären, das ist nämlich sein Verein, Arminia Bielefeld, dann hätte er ein souveränes Spiel sehen können. Arminia Bielefeld gegen Saarbrücken, das Ergebnis kennen Sie? Ja, leider, ich wiederhole es hier lieber nicht. 0-4, wollen wir an der Stelle erwähnen. Aber ich habe recherchiert, ich habe immer gedacht, Sie wären ja der Arminia-Fan, der auch in der Bettwäsche von Arminia Bielefeld schläft. Ist das so? Kennen Sie meine Bettwäsche? Noch nicht, aber wir wollen uns heute ein bisschen besser kennenlernen. Aber ich habe mir sagen lassen... So weit geht es nicht. Also ich bin auch Fan des ersten FC Köln. Also die haben ja gewonnen in Leverkusen, wunderbar hier. Und insofern, wir haben auch Erfolgserlebnisse. Aber eigentlich soll Ihr Herz für den TuS Dornberg schlagen. Auch das ist richtig. Das ist NRW-Liga. NRW-Liga. Ich frage das deswegen, weil ich meine, da ist ja noch ein bisschen Weg nach oben. Die haben die U23 von Alemannia Aachen geschlagen mit 4-1 am Wochenende. Richtig. Ja. Das ist letztendlich wie ein Start-up, dieser TuS Dornberg. Sehen Sie, wenn Sie so ein bisschen über die Messe schauen, Sie hatten wahrscheinlich noch nicht die Gelegenheit, weil es ja gerade auch erst losgeht, aber sehen Sie immer noch solche TuS Dornbergs, die dann mal zum FC Bayern werden können, auch in der Internetbranche? Also ich verfolge mit diesem Thema andere Ziele. Ich habe mir irgendwann gesagt, wenn viele Menschen gemeinnützig tätig werden, dann muss ich das auch. Und mein Ziel ist es eigentlich, die Jugendlichen zum Sport zu bringen und sie über den Sport letztendlich in die Gesellschaft zu integrieren. Und das gilt insbesondere für Jugendliche, die aus dem Immigrationshintergrund kommen. Und das ist eigentlich die Idee. Und dass dann zufälligerweise die erste Mannschaft inzwischen auch 5-6 Mal hintereinander aufgestiegen ist, das ist jetzt ein interessanter Nebeneffekt. Und ich will die Metapher nochmal nutzen, bevor wir in die Keynote hineingehen. Sehen Sie auch im Internetbereich hier in der Vermarktung der digitalen Welt noch die Möglichkeit, mit einer kleinen Idee, also wie aus einem kleinen Verein kommend, wirklich eine ganz große Riesenentwicklung zu machen? Das wird auch in Zukunft immer wieder möglich sein. Es ist einfach eine Branche, die im Aufbruch ist, die zwar schon etablierte Geschäftsmodelle hat, aber die auch immer wieder neue etablierte Geschäftsmodelle entwickelt. Und die Herausforderung besteht eben, diesen Erfindergeist zu haben. Und da haben es die großen Unternehmen eher schwerer als die kleinen Startups. Und da wird es auch in Zukunft eher Überraschungen als geplante Aufbauten geben. Wir freuen uns auf die Keynote, die Eröffnungs-Keynote der Messe. Sie heißt More Than Just 1-0 in International Media Groups Digital Strategies. Hartmut Ostrowski, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja, lieber Herr Kunz, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über die Einladung und freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann. Sie haben sich übrigens für diesen Tag einen echten Feiertag der Digitalisierung ausgesucht. Heute vor 28 Jahren wurde das erste GSM-Handy vorgestellt. Es war ein Motorola, 800 Gramm schwer, 33 Zentimeter lang. Man brauchte eine eigene Box, also eine echte Nahkampfwaffe. Ich hatte zu der Zeit noch ein Wählscheibentelefon auf meinem Schreibtisch. Es ist dann eben so gewesen, dass die Digitalisierung dann auch meinen Arbeitsplatz übernommen hat. 1983 gab es höchstens Faxgeräte, Telex war das, was möglich war. Und es ist dann so gekommen, dass die Geräte und die Digitalisierung überall sind und dass diese Smartphones heute fast die gesamte Produktwelt beherrschen und es heute zwei Smartphones gibt, die vor 2 Jahren noch gar nicht da waren. Was zeigt uns das? Es zeigt uns, dass die Geräte immer schlanker werden und die Menschen immer breiter. Und jedenfalls ist es mir so gegangen. Wir kommen dazu, dass wir einfach sagen können, dass sich in den letzten 20, 30 Jahren die Branche grundlegend verändert hat und nichts hat die Branche so verändert wie die Digitalisierung. Noch vor etwa 70 Jahren konnte der Chef von IBM ungeschoren behaupten, dass der weltweite Bedarf
für Computer bei maximal 5 Stück liegen würde. Und 30 Jahre später, 1983, kam dann nicht nur das erste Handy, sondern es kam auch der erste PC auf den Markt. Und seither wurden viele Geräte zum Kassenschlager, die es heute gar nicht mehr gibt. Denken Sie nur daran, dass der Walkman 333 Millionen Mal verkauft worden ist auf der Welt und ist heute eigentlich nur noch im Museum zu besichtigen. Und für viele sind heute aber Geräte und Devices unverzichtbar, die es vor 2 Jahren noch gar nicht gab. Und das zeigt, mit der Fähigkeit, Informationen in die Welt über Nullen und Einsen zu übertragen, hat ein verschärfter Informationswettlauf eingesetzt. Und das Besondere, anders als in früheren Jahren, hat dieser Wettlauf die Halbwertszeit der neuen Angebote massiv verringert. Aber genau deshalb, meine Damen und Herren, können wir uns bereits heute Abend oder morgen Abend auf die Demexco 2012 oder sogar 2022 freuen. Weil wir dort auf jeden Fall etwas Neues, etwas Unterschiedliches, etwas Überraschendes sehen werden. Wir werden etwas sehen, das unsere Kreativität herausfordert und wir werden auch in Zukunft, nicht nur heute, auch in Zukunft sehen, etwas, was unsere Nutzer begeistern wird. Wie wird man denn eigentlich auf die Demexco 2011 im nächsten und vielleicht in 10 Jahren zurückschauen? An welche Trends wird man sich, wenn das iPad die Rolle des Walkmans im Museum übernommen hat, dann wirklich erinnern? Was sind die Herausforderungen, auf die wir schon heute die richtigen Antworten finden müssen? Und hierüber möchte ich gern mit Ihnen sprechen. Konkret will ich Ihnen erläutern, welche Bedeutung die Digitalisierung für ein Unternehmen wie Bertelsmann hat. Welche zusätzlichen Möglichkeiten sie uns eröffnet und wie wir diese nutzen wollen. Und als Medienunternehmen, das schon fast 150 Jahre alt war, als die digitale Wende gerade begann, hatten wir Medienunternehmer, einen entscheidenden Startvorteil. Wir konnten unsere digitale Geschäfte von Anfang an aus unseren bestehenden Aktivitäten entwickeln. Und deshalb verfügen wir auch heute im Digitalen über führende Marktpositionen. Ich möchte Ihnen dazu einige Beispiele nennen. Im ersten Halbjahr 2011 wurden auf den Online-Plattformen der RTL-Gruppe fast 1 Milliarde Videos abgerufen. Unsere Buchverlags-Dr. Rennemhaus bietet mehr als 27.000 Titel als E-Book an. Jeder 5. Dollar in den USA von Rendermaus kommt inzwischen digital an. Die Mobile Unit von EMS, unserer Zeitschriftenverlage Gruner und Jahr, ist unangefochtener Marktführer bei dem Vermarkten von Mobile, von mobilen Webseiten. Mit mobilen Websites, mit Apps und 2 von zweitvermarkteten Angeboten erreicht EMS knapp 7 Millionen Unique User im Monat und das ist ein Marktanteil von über 60%. Und unsere Dienstleistungstochter Arvato wächst mit digitalen Services für Unternehmen wie Google, wie Microsoft und Apple. Und diese und viele andere weitere Digitalgeschäfte gehören zu den wichtigsten Wachstumstreibern in unserem Portfolio. Sie haben einen großen Anteil inzwischen am Erfolg von Bertelsmann. Vor drei Wochen haben wir unsere Halbjahresergebnisse vorgelegt. Ich möchte nicht wiederholen, was Herr Kohns eben gerade gesagt hat, aber wir sind zufrieden. Und wir gucken auch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftskrise sehr optimistisch, nicht nur in das zweite Halbjahr, sondern auch in die Folgejahre. Wir sind gewachsen und zu unserem Wachstum hat jeder unserer 4 Unternehmensbereiche, Fernsehen, Buchverlage, Zeitschriftenverlage und Arvato, beigetragen. Und jeder von ihnen hat von der Digitalisierung profitiert. Und ich werde dann oft gefragt, ja, wie viel Umsatz macht Bertelsmann denn eigentlich mit digitalen Geschäften? Und meine Damen und Herren, eine Antwort auf diese Frage müsste erstens nicht nur ungenau ausfallen, sie wäre zweitens auch nicht statthaft, und drittens sogar kontraproduktiv. Und das lassen Sie mich bitte erläutern. Zum Ersten, in einem breit aufgestellten, diversifizierten Unternehmen wie Bertelsmann lassen sich Erlösströme nicht pauschal als digital oder nicht digital bezeichnen.
Wenn wir die Printausgabe eines Buches über einen Online-Shop verkaufen, hätte dieses Produkt ohne die Errungenschaften der Digitalisierung den Weg zum Kunden vielleicht gar nicht gefunden. Wenn auf einer anderen Seite innerhalb unserer Zeilenreich-Filialen ein Gutschein verkauft wird, physisch verkauft wird, zum Downloaden eines elektronischen Buches, ist es dann ein digitales Geschäft oder ein analoges Geschäft? Es ist deshalb einfach nicht zielführend, in einem Unternehmen wie Bertelsmann diese große Unterscheidung zu machen und sie künstlich, diese Erlösquellen, zu kategorisieren. Zum Zweiten, es wäre auch nicht im Sinne unserer Kunden. Nur die wenigsten Werbetreibenden beschweren sich, wenn eine Cross-Media-Kampagne ihren Zweck eher über Mobil als über Print erfüllt oder andersrum. Wichtig ist doch in erster Linie, dass wir die Botschaften mit möglichst wenig Streuverlusten in die Zielgruppe bringen. Herr Kraft, nicht? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und auch vor diesem Hintergrund hat unsere Tochter IP Deutschland vor kurzem ein Modell für eine Konvergenzwährung eingeführt. Eine Währung, die bei den Inhalten ansetzt und dann zum Beispiel für TV- und Leseinhalte jeweils einheitliche Kontaktdefinitionen schafft. Über alle Plattformen und über alle Endgeräte hinweg. Und auf lange Sicht müssen wir hier Vergleichbarkeit und Transparenz herstellen. Und ein solches Multi-Channel-Denken, das ist zukunftsweisend und ist mit Recht, und es ist das gute Recht unserer Werbekunden, das zu bekommen. Und zum Dritten jetzt, ich glaube, dass es für die Innovationsfähigkeit eines Medienunternehmens letzten Endes sogar hinderlich wäre, wenn wir digital und analog als zwei getrennte Säulen betrachten würden. Lassen Sie mich das an einem Beispiel aus unseren Dienstleistungsaktivitäten geben. Avato hat im vergangenen Jahr ein E-Commerce-Geschäft für eine große Warenhauskette aufgebaut. Und hierfür haben wir nicht nur einen Webshop, sondern wir haben alle dazugehörigen Leistungen aus einer Hand aufgesetzt. Callcenter-Dienste, Logistik, Risiko- und Finanzmanagement, Online- und Marketing-Service. Und ein komplexer Auftrag also, der es erfordert, übergreifend zu denken. Und sowohl mit digitalen als auch mit analogen Elementen zu arbeiten. Und diese Digitalisierung zu gestalten, das heißt dann eben aus unserer Sicht und aus unserer Interpretation, die vorhandenen Kernkompetenzen für neue Möglichkeiten nutzbar zu machen. Und deshalb sind bei Bertelsmann die Digitalaktivitäten mit den Stammgeschäften eng verzahnt. Und so einschneidend die Digitalisierung die Art und Weise verändert, wie, wann, wo, von wem und teilweise auch warum Medien genutzt werden, eine zweite Spielregel bleibt uns erhalten. Es geht immer noch darum, qualitativ hochwertige Inhalte und relevante Inhalte zum Kunden zu bringen. Aber die Digitalisierung hat die Evolution der Medien radikal beschleunigt. Digitalisierung ist für uns Evolution auf Speed. Ihre Treiber sind die neuen technologischen Möglichkeiten, die das Verhalten unserer Nutzer verändern. Evolution, meine Damen und Herren, Evolution heißt Anpassung. Das wissen wir von Charles Darwin. Evolution auf Speed heißt Wandel. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, denn unsere Branche hat schon mehrfach von diesen technologischen Neuerungen profitiert. Zum Beispiel von der Erfindung des Buchdrucks, jetzt werden Sie lächeln, von der Erfindung des Farbfernsehens, von Kabel- und Satellitentechnik und von der digitalen Dividende. Und in solchen Transformationsprozessen lassen sich in der Regel auch zwei Muster beobachten. Erstens, manche Veränderungen vollziehen sich nur langfristig. Und einige Regeln bleiben auch im neuen Umfeld erhalten. Und zweitens, die Komplexität im Handel nimmt zu. Und dies hat in der Regel kurzfristige Auswirkungen, die unmittelbare Antworten verlangen. Und für beide Phänomene gibt es Beispiele. Ich will im Folgenden jetzt im Hauptteil meiner Rede über 7 Erfolgsfaktoren sprechen, die aus meiner Sicht ganz besonders wichtig sind, um den digitalen Wandel zu gestalten. Es geht erstens um Inhalte, zweitens geht es um Marken, drittens geht es um Qualität und Qualitätsjournalismus im Besonderen
Es geht viertens um Paid Content. Fünftens um Vernetzung und Kooperation. Sechstens um Service-Expertise. Und last not least dann um Kostenbewusstsein. Und Sie werden diese und weitere Themen im Laufe der DMEXCO sicherlich noch vertiefen. Und lassen Sie mich diese Eröffnungsrede dazu nutzen, Ihnen einen ersten Überblick aus der Perspektive eines breit aufgestellten und eines internationalen Medienunternehmens zu geben. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir in diesen 7 Punkten unsere Hausaufgaben machen, dann wird der Wandel in der digitalen Welt zu unseren Gunsten ausfallen. Zunächst zum Ursprung unserer Wertschöpfungskette, den Inhalten. Die Möglichkeit, jede Information als Abfolge von Nullen und Einsen zu definieren, über Suchterme zu aggregieren und per Algorithmus auffindbar zu machen, wird an einem Umstand nichts ändern. Die Menschen wollen sich auch in Zukunft informieren, sie wollen auch in Zukunft unterhalten werden, sie suchen Gesprächsstoff, Ablenkung oder sie suchen einfach eine Antwort auf die 50-Euro-Frage. Man kann das vergleichen mit einem Fußballstadion. Ein leeres Stadion mag seine Reize haben. Trotzdem zahlen nur die Hardcore-Fans oder schaulustige Touristen, die ohnehin nicht wiederkommen werden, für eine Stadionführung. Die meisten, sie wollen das Spiel sehen, weil man nicht weiß, wie es aussieht, weil man gemeinsam mit seinen Freunden mitfiebern will und weil man einfach den Besten der Zunft bei ihren Künsten zuschauen möchte. Und ähnlich verhält es sich mit den neuen Devices, mit den Suchmaschinen und mit den Aggregatoren. Wenige mögen sich an Suchmaschinen, an dem schönen Design, an den mathematischen Algorithmen begeistern. Hülle ist da nicht gleich Fülle. Aber weswegen kaufen die Menschen dann in Scharen iPads, Kindles oder Tabs? Warum nutzen sie die Suchmaschinen? Warum stellen sie sich ihr persönliches Nachrichtenmenü zusammen? Wegen des Designs? Der Funktionalität? Weil das leere Stadion so viel hermacht? Nein. Sie interessieren sich für das, was auf dem Platz passiert. Für Inhalte und nicht für die Verpackung. Und die Digitalisierung bietet uns jetzt ganz viele Möglichkeiten, die über die technologische Faszination von Smartphones und Tablet-PCs hinausgehen. Und es ist an uns, den Inhalteproduzenten, diese Geräte mit Leben zu füllen und Substanz zu geben. Es ist ja kein Zufall, dass sich im vergangenen Jahr unsere Inhaltegeschäfte ganz besonders gut entwickelt haben. Die RTL-Gruppe erzielte 2010 ein Rekordergebnis. Gruner und Jahr lag weit über Vorkrisenniveau. Und Random House hat aktuell 2011 eines der besten Halbjahre überhaupt hingelegt. Und jeder Abgesang auf das Geschäft mit Inhalten ist fehl am Platze. Das zeigt vor allem das Fernsehen. Unternehmen wie Apple und Google versuchen nicht umsonst, mit aller Macht ein Stück von diesem Kuchen abzubekommen. Kein Medien kann so viel Reichweite kreieren wie das Fernsehen. Und das vergleichsweise schnell, einfach und auch preisgünstig. Auf absehbare Zeit wird deshalb keine seriöse Markenkampagne, die auf Massenwerbung setzt und auf Massenwirkung setzt, am Fernsehen vorbeikommen. Und die Sehdauer beim Fernsehen steigt weiter. Selbst wenn man nur die klassische und nur das lineare Fernsehen betrachtet. Menschen, die sich für das Bewegtbild interessieren, sind nie reine On-Demand-Nutzer. Wer Fernsehen schaut, der schaltet den Fernseher auch ein. Und wenn jemand On-Demand-Angebote nutzt, beobachten wir ein ganz besonders spannendes Phänomen. Während die Digitalisierung in der linearen Welt zu einer Fragmentierung führt, die Zuschauer verteilen sich eben auf immer mehr Sender, sehen wir im On-Demand-Bereich genau die gegenteilige Entwicklung. Hier profitieren ganz besonders die Anbieter mit den besten, mit den Top-Formaten und mit den stärksten Marken, nämlich die großen TV-Sender und mit den großen Shows. Hierzulande zum Beispiel mit Deutschland sucht den Superstar oder X-Factor. Und da bin ich beim zweiten Erfolgsfaktor der Digitalisierung, den Marken.
Da, wo die meisten Player um Aufmerksamkeit buhlen, nämlich online, da greift genau ein Mechanismus, den wir aus der analogen Welt kennen. Die Menschen vertrauen ihrer Medienmarke. Die Menschen wissen, wo sie umfassend informiert und wo sie hervorragend unterhalten werden. Und was einst am Kiosk an der Ecke klappte, danach sucht man nun auch im App Store. Nach einer Marke. Einer Marke, der man Vertrauen schenkt, die Orientierung bietet, bei der man sich gut aufgehoben fühlt. Die Marke und ihr Leistungsversprechen sind der wichtigste Wert im digitalen Einerlei. Im August legte keines der IVW gelisteten Online-Angebote im Vergleich zum Vorjahr so stark zu wie NTV. Und wenn es ernst wird, London, Libyen, Ligastart, dann gibt es eben keine Zeit für Experimente. Und da bin ich auch schon beim Thema Qualitätsjournalismus. Viele weltpolitisch und gesellschaftlich bedeutsame Ereignisse in diesem Jahr haben gezeigt, die sozialen Netzwerke, manche benutzen das Wort Bürgerjournalismus, und die redaktionellen Angebote der Sender und Verlage haben eigentlich ganz unterschiedliche Funktionen, die sich dazu noch gegenseitig ergänzen. Im Februar sprachen viele Vertreter nicht zuletzt der klassischen Medien von der ersten Internetrevolution der Geschichte. WikiLeaks hatte bereits 2 Monate zuvor mehr oder weniger brisante Einschätzungen amerikanischer Diplomaten ans Tageslicht gebracht. Inzwischen haben sie auch die Informanten geoutet. Wunderbar. Randalierer in Tottenham, später in ganz Großbritannien, inszenierten sich per BlackBerry. Das Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft war das Überereignis bei Twitter. Und was Sie als Besucher der Demexco eigentlich heute schnell mal wieder ändern können. Also twittern Sie reichlich. Ich trinke dabei einen Schluck Wasser nochmal. Aber ist nur einmal auch so, die Revolution im Nahen Osten bescherte professionellen Nachrichtenangeboten hohe Zuschauer- und Leserzahlen. Die Systematisierung der übrigens bei WikiLeaks hochgeladenen Depeschen ist dann von professionellen Redakteuren durchgeführt worden. Die Ausschreibungen in Tottenham wurden erst verständlich, nachdem die Ursachen in den Massenmedien verhandelt wurden. Und das Fußballstadion in Frankfurt fasst ca. 50.000 Zuschauer. Die meisten Tweets beim WM-Finale wären ohne das Fernsehen also ziemlich sinnfrei gewesen. Und mein Lieblingsbeispiel, die Demexco, die Speerspitze der digitalen Bewegung, hat sich als Fernziel eine Präsenz ausgerechnet wo ausgesucht. Wo wollen Sie sein, Herr Böse, Herr Muche? Sie wollen in der Tagesschau genannt werden. Ich denke, dass Sie bei RTL aktuell doch eigentlich viel besser aufgehoben gewesen wären. Was ich hiermit sagen will, eine wichtige Säule, die auch im Zeitalter der Digitalisierung unverzichtbar sein wird, ist der Qualitätsjournalismus. Er macht aus Ereignissen Nachrichten, er gibt Nachrichten eine Struktur. Denn Journalisten ordnen ein, sie erläutern Hintergründe, sie gewichten, bewerten und kommentieren. Sie prüfen Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt, lassen Experten zu Wort kommen, geben unterschiedlichen Standpunkten Raum und sie überwachen jene, die vermeintlich die Macht haben. Und dies, meine Damen und Herren, sind außerordentliche journalistische Qualitäten und Fähigkeiten. Die Qualität hat bekanntlich ihren Preis und damit komme ich zum Thema Paid Content und zur Frage, sind unsere Nutzer bereit, für Inhalte Geld zu bezahlen? Weiß schon seit langem, für etwas, das Mehrwert bietet, für etwas, das man woanders nicht bekommt, sind Menschen bereit, Geld auszugeben. Weiß aber auch, die Gratiskultur im Web ist zugleich der Webfehler des Web. Wer es gewohnt ist, Gutes for free zu bekommen, und im Internet gibt es ganz viel Gutes, der ist schwieriger davon zu überzeugen, für sehr Gutes zu bezahlen. Unser Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr betreibt bereits heute mehr Online-Angebote als Printtitel. Im Wesentlichen finanzieren sich diese Angebote über Werbung. Sie macht mehr als 90% der Erlöse aus. Das wird auch mittelfristig so bleiben,
Übrigens ist das vielleicht durchaus auch so gewollt. Allein 2010 haben sich nämlich die Werbeumsätze um ca. 30% erhöht. Paid Content wird für unsere journalistischen digitalen Angebote aus meiner Sicht eher perspektivisch eine zweite Erlössäule darstellen. Das gilt vor allem für Premium-Seiten, dort, wo wir unseren Lesern nämlich nicht nur sehr Gutes, sondern wo wir unseren Lesern dann Exklusives bieten. Und beim Thema Paid Content machen sich übrigens auch kulturelle Unterschiede bemerkbar. Dort, wo sich entweder ein Medium oder seine Nutzerschaft leichter von den anderen abgrenzen kann, sind die Erfolgsaussichten größer. In den USA ist die New York Times da aus meiner Sicht auf einem guten Weg. Und in Frankreich finanziert sich die Online-Only-Zeitung Mediapart erfolgreich und ausschließlich über Abos. Es gibt Vorbilder, aber solche Angebote brauchen ein herausragendes, ein fast konkurrenzloses Profil. Für solche Inhalte wird es einen Bezahlmarkt geben, aber flächendeckende Bezahlbarrieren werden wir hingegen aus meiner Sicht mittelfristig nicht erleben. Meine Damen und Herren, es wird oft die Frage gestellt, wer denn auf lange Sicht der große Gewinner der Digitalisierung sein wird. Die Hardwareunternehmen, die die Devices produzieren, die sozialen Netzwerke, die Telekommunikationsunternehmen oder doch die Medienunternehmen. Und diese Frage wird oft so zugespitzt, dass es nur einen Sieger geben könnte. Die Wahrheit ist, aus unserer Sicht, ist erst das Zusammenspiel aller Akteure das, was den zukünftigen vernetzten Markt gestaltet. Jeder Einzelne leistet seinen Beitrag dazu, dass unsere Nutzer am Ende der Wertschöpfung profitieren. Und das ist der fünfte Erfolgsfaktor, über den ich sprechen möchte, über Vernetzung und über Kooperation. Ich bin fest davon überzeugt, je intensiver wir alle zusammenarbeiten, desto höher ist der Nutzen für unsere Kunden. Auch hierfür einige Beispiele. Soziale Netzwerke sind einer der vielversprechendsten Multiplikatoren für Inhalte. Nicht nur als Rückkanal für eine Nachrichtenredaktion oder als Trafficgeber für eine Website, sondern sicherlich auch als Marketingtool. Für Random House ist die digitale Vermarktung von Büchern und Autoren, etwa über Facebook zum Beispiel, eine zentrale strategische Aufgabe. Und darüber hinaus spielen soziale Netzwerke jedoch auch für Live-Sendungen im Fernsehen eine immer wichtigere Rolle. Gerade das Fernsehen war doch schon immer ein soziales Medium, sonst wäre der Begriff Straßenfeger, den vielleicht die Älteren unter Ihnen noch kennen, längst um eine Bedeutung ärmer. Soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter sind die perfekte Ergänzung. Sie machen es möglich, dass man sich virtuell vor dem Fernseher versammeln kann, ohne im gleichen Raum anwesend zu sein. Und hiervon profitieren nicht nur die Einschaltquoten. Es macht ja auch einfach noch mehr Spaß, sich über die neuen Kandidaten vom X-Faktor auszutauschen, wenn man weiß, dass man dazu nicht bis morgen früh in der Schule oder auf der Arbeit warten muss. Man kann sofort in Echtzeit diskutieren und hiervon profitieren dann auch unsere Werbekunden. Denn diese Form der Parallelnutzung gibt Cross-Media-Kampagnen ganz neue Möglichkeiten, diese Werbewirkung zu maximieren. Ein nicht minder wichtiger Partner für uns ist die Geräteindustrie. Ihre neuen Technologien sind für uns auch der wichtigste Treiber der Digitalisierung. Das heißt aber nicht, dass andere Player zu den Getriebenen gehören. Als die E-Reader massenmarkttauglich wurden, haben unsere Buchverlage konsequent auf Digitalisierung gesetzt. Mit Erfolg. Das E-Book-Geschäft ist für uns einer der heute der größten Wachstumstreiber im Bertelsmann-Konzern überhaupt. Die neue Generation der Tabs kreiert wiederum neue Möglichkeiten. Zum Beispiel Enhanced E-Books. Das sind E-Books, die sind um Audio- und Videoinhalte bereichert oder um opulente interaktive Apps, etwa im Kinderbuchbereich. Und wir können und wollen auf diese Weise rund ums Erzählen einer Geschichte vollkommen neue Nutzungsformen entstehen lassen. Wir haben zudem eine große Chance,
ist es nämlich die, dass wir abseits unserer angestammten Märkte eine ganz neue Leserschar erschließen. Und ähnliches gilt für einen der wichtigsten Trends in der neuen Welt im Mobilgeschäft. Auch hier ist die Zusammenarbeit verschiedener Player gefragt. Und vor allem wächst hier die größte werbende Nutzerschar. Noch im April 2007 gab unser damaliger Bundeswirtschaftsminister Gloß unumwunden zu: Das Handy zu bedienen ist schon viel. Ich habe Gott sei Dank Leute, die für mich das Internet bedienen. Gott sei Dank ist das Internet unterdessen auf dem Handy angekommen. Und nicht nur das Internet, die Netze in vielen unserer Kernmärkte sind so leistungsfähig, dass ich auch Audio- und Videodateien unterwegs in guter Qualität abspielen lasse. Das mobile Fernsehen ist Realität und wir sind vorn dabei. In Deutschland wurden allein zwischen Januar und Juni mehr als 27 Millionen Videos bei einem der mobilen Angebote von RTL abgerufen. Und in Frankreich ist die App von MCs für iPad und iPhone seit ihrem Launch fast 2 Millionen Mal runtergeladen worden. Diese Zahlen, die ich Ihnen jetzt genannt habe, werden vielleicht bei der Demexco in 5 Jahren wirklich bescheiden klingen. 2015 sollen nämlich den Prognosen zufolge allein 7-mal so viele Tablets abgesetzt werden wie noch 2010. Aber schon heute wächst die Reichweite bei den mobilen Angeboten, wie zum Beispiel von Gruner und Jahr, 3-mal so stark wie bei stationären Zeitschriften. Mobil ist ein eigenständiger Kanal, der uns nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ganz neue Chancen eröffnet. Zum einen, die Nutzerschar ist hochattraktiv. User, die mobile Inhalte abrufen, sind vergleichsweise kaufkräftig. Sie sind innovationsfreudig und sie probieren gern etwas aus. Das macht sie für verschiedene Werbeformen attraktiv und wir können sie dazu noch maßgeschneidert und extrem prominent positionieren. Zum Zweiten, mobilen Angeboten und gerade geschlossenen Anwendungen haftet nicht der Webfehler des Web an. Denn die Nutzer, die sind es in der Regel gewohnt und sie sind bereit, für diese Angebote zu bezahlen. Und wenn Paid Content auf breiter Fläche eines Tages erfolgreich sein soll, dann benötigen wir hierfür einen gewissen Kulturwandel. Und ich glaube, dass gerade die mobilen Applikationen und dass die mobilen Geräte am ersten diese Türöffnerfunktion darstellen. Wir benötigen aber nicht nur einen Kulturwandel, um jetzt komfortable, elegante Paid-Content-Lösungen realisieren zu können, brauchen wir auch die besten Services. Und damit bin ich beim sechsten Punkt. Ich glaube, dass wir gut daran tun, unsere Inhaltekompetenz langfristig mit einer Service-Expertise zu ergänzen. Ich habe eingangs bereits erwähnt, dass unsere Dienstleistungstochter Arvato für die digitale Speerspitze tätig ist. Ob Google, Microsoft oder Amazon. Häufig wird ja gesagt, dass genau diese Unternehmen diejenigen sind, die die Medienunternehmen kaputt machen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir machen Geschäfte mit ihnen und wir profitieren davon. Und von dieser Service-Expertise werden wir in Zukunft noch stärker profitieren. Und gerade im Bereich Paid Content können wir auf diese Weise nicht nur Inhalte, sondern auch Dienstleistungen monetarisieren. Arvato ist führend in den Bereichen E-Commerce, Kundenbindungsprogramme, Datensicherheit und Abrechnung. Und all dies sind Geschäfte, die auf den ersten Blick ganz sicher nicht die Faszination eines schönen Buches, eines E-Books oder einer mitreißenden Fernsehshow haben. Aber sie sind ganz sicher mehr als nur Hand und Beiwerk. Ja, unsere Nutzer wollen hochwertige Inhalte, Inhalte, die sie unterhalten und die sie informieren. Aber damit aus einem Nutzer ein Kunde wird, müssen wir ihm auch einen komfortablen und einen sicheren Zugang zu diesem Inhalt verschaffen. Und dieses Verschaffen des Zugangs, das ist eine Kunst für sich. Und deswegen brauchen wir Service-Expertise. Damit komme ich zum letzten Aspekt, der vielleicht einer der härteren Wahrheiten in der Medienwelt ist: Kostenorientierung. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kostenorientierung in unserer Branche in Zukunft eine viel wichtigere Rolle spielen wird. Bertelsmann hat im Krisenjahr 2009 seine Kosten um insgesamt rund 1 Milliarde Euro gesenkt, und zwar nicht einmalig, sondern nachhaltig. Und ich verrate Ihnen nicht Neues, wenn ich Ihnen sage,
dass sich heute die gesamte Branche darauf eingestellt hat, dauerhaft mit einer niedrigeren Kostenbasis zu arbeiten. Und bei Bertelsmann ist es uns trotz dieser Anstrengungen gelungen, unseren ohnehin schon guten Marktpositionen nicht nur zu festigen, sondern auch auszubauen. Oder anders gesagt, wie es Kollege Buchholz neulich gesagt hat, es hat der Qualität von Porsche noch nicht geschadet, dass der Porsche effizienter produziert wird. Und es wird der Qualität der Inhaltelieferanten nicht schaden, wenn mehr Effizienz in die Erstellung gelegt wird. Kosten sparen und Reichweite steigern, das fängt im Kleinen an. Sie kennen alle die Zeitschrift Schöner Wohnen. Für Schöner Wohnen würden früher große Ateliers aufgebaut, wenn man eine Geschichte inszeniert hat. Heute recherchieren die Redakteure online, sie recherchieren in Communities und besuchen dann die Nutzer zu Hause. Das ist nicht nur günstiger, das ist auch authentischer und ist erfolgreicher, wie sowohl Auflage als auch Werbekunden beschreiben. Und dies ist nur ein Beispiel, wie diese neuen Möglichkeiten der Digitalisierung und wie durch die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung auch die Kreation von Inhalten kostengünstiger gestaltet werden kann. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die digitale Medienzukunft gibt uns nicht nur zusätzliche Chancen, sie ist auch außerordentlich bunt und attraktiv. Und ich glaube, dass es noch nie so spannend war, in unserer Branche zu arbeiten, weil hinter dem Begriff der Digitalisierung ebenso unendlich viel mehr steckt als 0 und 1. Es geht darum, aus der Unendlichkeit einer solchen Zahlenkombination, dieser 0-1-Kombination, diejenige umzusetzen, die eben nicht wie 0 und 1 aussieht, sondern die Begeisterung erzeugt, die Emotionen erfolgt, Emotionen umsetzt und die auch bedeutsam ist. Lassen Sie mich zum Abschluss des Vortrages meine wichtigsten Argumente noch einmal zusammenfassen. Wir haben große Chancen, weil wir erstens die Situation haben, dass keine noch so ausgeklügelte Technik hochwertige Inhalte ersetzen oder überflüssig machen kann. Wir haben große Chancen, weil starke Marken umso mehr an Wert gewinnen, je größer die Angebotsvielfalt wird. Wir haben große Chancen, weil der Qualitätsjournalismus unersetzlich ist. Wir haben große Chancen, weil Paid Content langfristig eine zusätzliche Erlösquelle für unsere Angebote werden kann. Und wir haben auch deshalb Chancen, weil langfristig das Zusammenspiel der Anbieter hier dafür sorgen wird, dass es unseren Nutzern und Kunden nicht langweilig werden wird, sondern dass sie überall, zu jeder Zeit, auf jedem Gerät Inhalte nutzen können. Wir haben auch deshalb große Chancen, weil wir bei Bertelsmann über eine umfangreiche Servicekompetenz verfügen, entschuldigen Sie bitte, und weil wir siebtens gelernt haben, das ganze Geschäft auch noch kostengünstig zu betreiben. Und wenn wir unser Handeln an diesen sieben Möglichkeiten ausrichten, und das werden wir tun, dann werden wir nicht nur bei der Demexco 2012, sondern auch bei den nächsten und sicherlich auch bei der Demexco 2020 erfolgreiche Mediengeschäfte betreiben. Ich wünsche Ihnen eine vernünftige und gute Veranstaltung, wünsche Ihnen interessante Gespräche, wünsche Ihnen Neugier, damit Sie lernen können. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es hat mir Spaß gemacht, heute hier zu sein. Viel Erfolg in den digitalen Geschäften. Dankeschön.